einfach eine super Gelegenheit, so viele Locations so schnell und vor allem auch so toll mit Geschäftsführern und wirklich den Verantwortlichen auch dann an die Hand zu bekommen und halt wirklich auch die tatsächlich wichtigen Kontakte zu haben. Und es ist halt einfach eine super Zeitersparnis. Also so komprimiert auch so viele Locations sich angucken zu können, das schaffst du ja normal alleine eigentlich, kriegst du gar nicht organisiert. Im Admiralpalast war es besonders beeindruckend, einfach mal den Blick von der anderen Seite, von der Bühne ins Publikum rein, das war toll. Lounge. Die Geschichten, die sie erzählt hat, die Stewardessen in den Uniformen und man merkt einfach, dass die das leben da und das ist ein ganz besonderer Flair gewesen. Das war super klasse. Gab es bei den doch einigen Locations welche, die sie besonders überrascht haben? Also ich muss schon sagen, die Kirche. Also das hätte man so nicht erwartet. Und als wir reinkamen, hat plötzlich die Orgel gespielt zu unserem Einzug sozusagen. Das war schon sehr beeindruckend. Also dass es total schön war, auch als Berliner in der eigenen Stadt ganz viele neue Sachen kennenzulernen. Das war total toll. Klasse wie die letzten beiden Male auch. Also ich bin auch jederzeit gerne wieder dabei.